Zeit für ein Spuktakel! Wann hat der Spuk ein Ende, wann nicht? Bei dieser Anmoderation hört es einfach nicht auf mit den Grauen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Zuschauer an den Empfangsgeräten. Heute ausnahmsweise nicht Speedrandale, auch wenn wir hier in der Speedrandale nicht Gemeinschaft sind. Nein, ausnahmsweise aber nicht. Jesia, schön, dass du da bist. Simon, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, wir hatten diesen Slot für Speedrandale gebucht, aber wir konnten leider kurzfristig nicht die Speedruns euch präsentieren. Kann ja auch dann mal passieren. Ne? Das klappt leider nicht immer, weil ja sehr viele kleine Zahnrädchen ineinander greifen müssen. Aber Simon, Sia, wir haben uns gedacht, hey, lass uns trotzdem gemeinsam mal ein bisschen was machen. Ja. Und ich meine, Simon, du und ich haben das ja schon mal häufiger gemacht, die sogenannten Spuktakels. Immer wieder gerne. Ja, Spuktakel haben wir es genannt. Das war quasi, haben wir vorzeit mal für den Dreamcast gemacht, für die PS1, glaube ich, zuletzt, vor einigen Monaten noch mal, wo wir ein paar oldschool, eher unbekanntere Horrorgames uns anschauen. Und deshalb, Sia, ich glaube, das ist auch komplett in deinem Metier. Vielleicht kennst du ja einiges davon. Ja, ich hoffe mal. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, weil viele Sachen, die habe ich jetzt mitgebracht, aber auch ein paar Sachen, die ich nicht wirklich so gut kenne. So ein bisschen aus dem obskureren Bereich. Und wir werden jetzt für die heutige Folge, wir werden, glaube ich, demnächst auch noch mal ein weiteres dann machen, wo wir ein paar Games aus der PlayStation 2-Ära uns diesmal angucken. Weil ich meine, PS2, wir haben Simon zuletzt mit Fabian noch mal die Silent Hills durchgespielt, also 1, 2, 3 oder 2 und 3 im Speziellen. Wir kennen die Resident Evils, wir kennen Fatal Frame, wir kennen Siren und wie sie alle heißen, also die ganz großen Dinge. Aber es gab auch jede Menge Low-Budget-Gruselschotter. Muss man sagen. Ja, Grusel war schon immer ein Thema, was immer funktioniert hat. Also gerade auch in der Frühzeit noch der Konsolenspiele. Also ich habe bei Giga 5 von den Spielen, die hier sind, ich sehe sie ja schon, habe ich, hab ich schon mal vorgestellt. Oder war ich zumindest mal dabei. Aber ich könnte nichts dazu sagen. Also deswegen bin ich gespannt, was auch der, vor allen Dingen der Rest ist, der mir entgangen ist, den du hier vorbereitet hast. Also einige Sachen auch. Ich glaube, wir werden gleich viel Spaß haben und wir werden uns einfach dann entscheiden, wir suchen uns mal ein paar von den Spielen aus. Ich glaube, ich habe knapp so 10 mitgebracht. Wir werden die jetzt hier nicht durchspielen oder Let's Plays anfangen oder so damit, sondern wir wollen einen vernünftigen Eindruck bekommen und wenn wir genug haben, haben wir einfach genug und schauen uns was anderes an. Es geht ja auch eher so ein bisschen um die Entwicklung des Genres an sich und natürlich das Feiern von alten PlayStation-Klassikern. Fällt euch denn irgendwas im Auge, wenn ihr die Titel jetzt so seht? Womit wir anfangen sollen? Ich hätte so eine Idee, aber ich würde natürlich auch gerne euren Input haben. No? Sie ja denkt nach. Ja, was ist los, ich weiß nicht, das eine kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob ich es kenne. Das. Dann machen wir das. Das Disney-Game da. Das Disney. Das Haunted, kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Disney's Haunted, The Haunted Mansion kommt mir bekannt vor. Okay. Das ist interessant. Dann schmeißt du's rein. Das kenne ich gar nicht. Aber es ist ja eine Marke von Disney. Ja, Geisterhaus, die Geistervilla oder so heißt das, glaube ich, der Film dann auch dazu. Können wir ja schon mal aufs Ingame drauf gehen. Ich glaube, ja, das ist wohl eine Filmumsetzung gewesen, aber ich bin auch so gut wie nicht vertraut jetzt mit dem Ding hier. Das ist lustig, weil ich habe. Also, vielleicht kenne ich auch den Film. Deswegen kommt mir das bekannt vor. Das kann gut sein, ja. Ich bin auch total gespannt, weil ich mag seit längerem schon diese Idee, dass in einem Haus etwas stattfindet. Das ist ja so ein ganz altes Trope. A Dining Room. Und ja, genau, das kommt nicht nur von Resident Evil tatsächlich, aber jetzt, wo du sagst, das ist auch ein klassisches Hausding. Natürlich. Ja. Aber ich habe vor kurzem auch, also zum einen Visage gespielt, das ist ja so der Klassiker, ne? Dann kommt ja von PT das Ganze. Dann habe ich Madison gespielt, das Spiel auch in so einem Haus, das sieht fast genauso aus. Und dann habe ich House gespielt und das ist so ein altes Atari 2000, also wirkt wie ein C64 Atari 2100 Spiel, wo auch das Haus dich umbringen will oder alles im Haus. Und das hat auch Bock gemacht und da bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen von diesen abgesteckten, abgegrenzten Horrorgeschichten, die ja oft immer in so einem Gruselhaus stattfinden. Ja, ich meine das hier, also ich bin auch eigentlich so gut wie gar nicht vertraut damit, kennst auch mehr von so kurz mal ein bisschen was drüber gesehen. Ich musste so ein bisschen dran denken, das ist wohl eher so leicht comichaft, wenn schon Disney's The Haunted House heißt. Kennt ihr noch Grab It by the Ghoulies auf der Xbox? Ja! Mann, hab ich das Rare, das Rare Spiel? Ich glaube nicht. Grab it by the Ghoulies. Aber ey, ich habe das wirklich sogar eine Weile gespielt. Ich könnte gar nicht mehr sagen, außer dass diese Ghoulies da sind und man die steuert indirekt. Ja, du läufst aber auf jeden Fall in so einem Gruselhaus Luigi's Mansion. So Kinder, ne? So junge Kinder. Die genau, so ein Typ mit so einem grünen Shirt und dann tauchen die ganzen Ghoulies, die Gegner auf. Ich weiß noch nicht mehr genau, was du gemacht hast. Das war zuletzt. Also es waren die Gegner, ne? Man steuerte die nicht. Genau, vor 5, 6 Jahren, vielleicht hast du sie später gesteuert, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es damals zum Launch gespielt, weiß ich noch. Und es war vor ein paar Jahren nochmal in dieser Rare Collection für die Xbox One und Series X oder Series S jetzt nochmal drin. Hier
Wir sehen gerade das Intro. Also irgendjemand geht zu einem Gruselhaus. Mhm. Und wir hören den Spuksong im Hintergrund. Wir können auch gerne, ihr könnt gerne auch gleich selber spielen, wenn ihr wollt. Ja, dann würde ich sagen, fängst du ja, an. Ja, genau. Das ist hier dein, ich gebe es dir hier Scheiße. Mal rüber. Wir spielen zwar mit dem Xbox-Controller, aber es ist natürlich PS2-Controller. Sondern nicht wundern, wenn dann die Tasten da so auftauchen. Sowas hätte ich gerne, wenn die Zeugen Jehovas bei mir irgendwie an der Tür sind. Dass dann so drei Geisterköpfe ihnen Angst einjagen. So aufwendig. Naja, aber. Nee, drei Geisterköpfe. Ja, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alle drei. Okay. Ja, dann start. Create a new game, natürlich. Easy Normal Nightmare. Und Nightmare. Machen wir mal Normal, ja? As a lifelong author, I have often drawn inspiration for the more chilling of my tales from my own experiences as a young man living in Louisiana after the Civil War. Oh, but the story of Ezekiel Halloway, that I have not dared tell before now. Ist der Typ schon tot? Oder warum sieht er so aus? 79, Zeke was unmarried and ever the dreamer. Years spent in orphanages had taught him nothing if not self-reliance. But the endless struggle to find employment increasingly took him beyond the outskirts of New Orleans itself, even into the surrounding unfamiliar countryside. So it was that on this particular cold and dreary afternoon, na komm, lach schneller. He found himself Rückgabe start. Okay. Oh. Brauchen das Intro nicht. Jetzt labert's ja und oh, ist alles gruselig im Haus, oder? Wahrscheinlich. Ich muss aber sagen, dass mir das Intro sogar gefallen hat von der Qualität. Das war gar nicht so schlecht animiert. Okay, die haben ihn zu Tode erschreckt. So wahrscheinlich, ja. Awakened now from troubled sleep, you find yourself where shadows creep. The mansion hides its history, but solve you will this mystery. Sind das nicht die Lyrics von Thriller? The truth that's buried deep beneath these halls where spirits weep. Oh, I, child, am Madame Leota, speaker of the spirit world, medium of the mysterious, and seer of things unseen. I know why you're here even better than you do yourself. Assistant caretaker it is, and you are Ezekiel. Darf ich nochmal Start drücken? Kannst du gerne machen. Okay. Ja, guck mal, ob du auch Untertitel einschalten kannst. Ne? Vielleicht ist es ja etwas, was man nochmal im Menü dann machen kann, bei den Options. Vielleicht unter Music? Nein, anscheinend nicht. Schade, keine Untertitel, weil das ist immer ganz hilfreich. Ich pack die Pausenmusik. Die Musik ist ja fantastisch. Das ist ein guter Klingelton. Okay. Like okay. Okay, okay, Sia, dann mach mal. Dreieck. Ach, Dreieck, okay. So. So, das ist die Kamera. Oh. Ja, irgendwas konntest du machen, auf jeden Fall stand da im Tutorial. Was hast du mit Viereck, schießt du was, oder? Mit R1 war das gerade. L1. Unlocken R1. Okay. Mal an. Dann mach mal. Ah! Noch mehr. Und ist das, was du erinnerst hast? Ja. Du hast den Film wahrscheinlich irgendwo mal gesehen, ne? Wahrscheinlich. Wenn da Anfang der 2000er. Oder klingelt da was wahrscheinlich nicht, ne? Also gespielt habe ich das auf jeden Fall nicht. Aber ist der, also das ist nice. Ist gar nicht geistermäßig. Wie so ein Third-Person-Shooter. Das ist ja nicht, es gab, was war ich glaube, die so der siebte, der letzte Harry Potter-Film. Da gab's so Xbox 360-Spiele und das war ein fucking Cover-Shooter, wo du dich dann hinter Cover versteckt hast und mit deinen Zaubern wie so Gears of War gespielt hast. Ja. Okay, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, finde ich auch. Bravery Tonic. Ja, 15 Spirit. Ja, siehst du, noch nicht. Das werden wir heute nicht mehr sehen. Nee. So. Ja, wir spielen das natürlich jetzt hier, der Einfachheit wegen haben wir sie per Emulator jetzt hier die Spiele zusammengefasst, deshalb die Grafik ein klein bisschen hochgedreht. Das ist ein bisschen über der PS2-Auflösung jetzt hier. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen.
Ist zwar nicht für 4K gedacht gewesen, aber wir machen es einfach mal. Ich weiß nicht, wo links? Ist hier irgendwo noch? Ja, so viel ist da nicht, ne? Kannst du diese ist da nicht, ein Ja, den Hebel habe ich schon. Den hast du schon gehebelt? Ja, haben wir schon. Geh nochmal an den Rand, am Rand entlang. Irgendwo ist vielleicht auch eine Tür, die wir. Oder vielleicht wurde was erklärt. Okay. Okay, also dann doch Luigi's Mansion mit Viereck an den Sachrücken und mit Kreis einsammeln. Okay. Okay, Kreis gedrückt halten. Ah, okay. Ja, dann hast du die gleich. Die 15. Okay, du brauchst 15 insgesamt. Wo gibt's denn was? Kamin. Nee. Schaukelstuhl. Auch nicht. Na gut. Kisten. Sieben. Da Ja. Oh, das ist ein Boss? Nee. Nee, das ist eine Mumbo-Doll. Gibt dir ein permanentes Irgendwas-Upgrade. Okay. Meine ich, stand da gerade. Das ist so ein Ding, was die Eltern an der Pennykasse kaufen für die Kids, weil die noch ein PS2-Spiel haben wollten. Weil das Cover so schön ist. Mhm. Und das ist doch von Disney. Das magst du doch. Ja, Disney sind doch die mit dem Löwen. Ne? Das gefällt dir doch so gut. Das ist dann auch nicht ganz so gewalttätig. Ja, wo ist denn jetzt der Letzte? Das ist ja ärgerlich. Das ist ja super nervig, dass jetzt der Letzte fehlt. Aber brauchst du nicht noch 8 oder 7? Ja, 7 und 8 brauche ich, glaube ich, oder? 2 Kisten haben wir, die haben wir beide aufgemacht. Oder hast du 8? Das könnte ja auch sein, dann geht das die Tür auf. Das kann auch sein, probier's mal. Ach, 15. Ja, ja. Ja, das ist ja weird. Rand lang. Das ist schon wieder so. Vielleicht muss ich ja was anlocken oder so. Ja, aber schieß mal auf den Schaukelstuhl irgendwas. Ja. Aber schon wieder so der Klassiker beim ersten, im ersten Areal direkt irgendwas, was einen so abtönt, dass man es eigentlich ausmachen aber möchte. Es hängt auch davon ab, dass wir die Tutorials einfach überspringen. Ja, ihr. Ihr macht das royale ihr. Aber wir haben ja nicht endlos Zeit, das stimmt schon. Und Render-Intros kennen wir genug. Ah, ja, da! Das wackelt extra schon so. Hä? Der Wackeldackel. Hast Moment. Du was aufgemacht damit vielleicht? Ja, der kann ich. Okay. Der hat sich erschrocken. Get down. Oh, hello. Geh auf. Der Soundeffekt ist nicht geil, muss ich sagen. Nee, es ist doch wie so ein lames Ghostbusters. Okay, 4, das sind die noch, ne? Dann hast du es gleich. Hey, komm her. Congratulations, you found part of an old death certificate. Yeah, whatever. Sammelkrams. Tada! Puh, oh, war das knapp. That's it. Once you've collected all the shriveled souls from... Ja, es ist wirklich Luigi's Mansion, oder? Ja. Total. Ja, ich glaub, du, ja, du hast alle 15. Siehst ja, jetzt musst du nur noch die Tür aufmachen. Ja, du hast immer nur exakt genau, wie viel du brauchst. Nicht mehr und nicht weniger. Hätte ja sein können. Oh, wer ist das denn? Oh, die ist bestimmt Knochen. Oder so, wenn sie umdreht. Goodness gracious. I ain't never seen a storm like this. Oh. Ja, was für ein Stein guckt sie da an? Nee, Storm. Nein. Das ist noch aus der Kolonialzeit, wo die dann in den Südstaaten dann gelebt hat und guckt gerade, ob bei den Bediensteten noch alles okay ist. Warum brennt ganz da noch Licht da in der Hütte? Die macht sich wirklich Sorgen um ihre Leute. Ja. Die war eine der Guten. Kommt jetzt ein Bossfight oder so? Mal gucken. Ja, vielleicht, ne? A Dining Room? Das ist die Halle bei Resi, ne? No? Ja. Die Eingangshalle. Aber die Uhr vom Dining Room. This will save you time later. Saven. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. As we travel through each room in the mansion, the energy... Hi.
Oh, Gegners. Ah. Ja, komm, baller da mal drauf jetzt hier. Noch mehr? Ne. Warum konntest du es vorhin nicht ansammeln? 170! Yo! Wer spielt denn das so lange? jede Ecke abklappern mit vier. Ja. Ja, nee, das mal. Nee, spar dir das mal. Mama, ich hab alles gefunden im Spiel. Oh, hallo. Spinnies. Ja, das ist immerhin eklig. Das ist so ein... Das ist natürlich private Ansicht da. Spinnen findet jeder eklig, tut man nicht so. Deswegen sind die ja immer dabei. Ach ja? Spinnen sind hast eklig, du, aber harmlos. Hast du im Kino nicht Spider-Man gesehen? Aber er ist mehr Mann als Spinne. Er ist Mann. Ja. Stell dir vor, Spider-Man war einfach eine mannsgroße, originalgetreue Spinne. Und die Opfer verdaut außen und alles. Und hat Erfolg. Menschenfähigkeiten dann, oder wie? Ja. Nee, geht auf eine Highschool. Ja, mit so College-Jacke und alles. Aber seine Jacke von Spider-Man hat dann 8 Ärmel. Ja, ja. Okay. Ich würde es gucken sehr, im Kino. Sehr gut. Das ist so ein Robot-Chicken-Skit, oder? Ja, total. The Original Spider-Man. Wahrscheinlich haben sie sowas schon mal gemacht. Ich verstehe. The Real Spider-Man. The Real Spider-Man, ja. Da ist auch noch, was das? 30, ja, das könntest du noch schaffen. Also ich hätte es jetzt schon zurückgebracht in die Videothek. Da bin ich ganz ehrlich. Nee, du hättest noch vorbereitet für den Take bei Giga, weil du abends jetzt 2 Stunden damit füllen musst. Ja, ich habe auch häufig mir aus der Videothek einfach so 5, 6 Sachen ausgeliehen, um mal reinzugucken. Und dann, da hat man nicht viel Zeit. Da muss das Ding begeistern. Kann ich doch nicht hoch? Ja, irgendwie komisch, ne? Ja, ich hätte gedacht, du kannst dich ranhangeln potenziell, aber anscheinend nicht. Würde ich jetzt nicht, auch sagen. Oder wirst du gezwungen, irgendwas? Einmal zu saven, bevor du dann weitere... Ja, mach das bekommst. Auch mal, komm, dann wissen wir es immerhin. Hast auf 9 gemacht. Guck mal, so viel Charakter, der hat sich erschrocken vor der Uhr. Der zuckert zusammen. Okay, game saved. Hier geht's nicht lang. I think... Aber der hüpft so krass, da musst du eigentlich rüber. Naja. Nee. Ja, hier waren die 150, weiter hoch kommst du nicht. Zur Außentür raus ging auch nicht, ne? Hier ging auch nicht, ne. Oder ist da eine Außentür? Hm. Ja, ne, da war auch nichts. So weit der Viereckmärchen am Rand. Oh, ja. Sag ich doch. Okay, wann schief hing? Oh, kannst du da jetzt rein? Mario 64-Style? Nee, da kommen Geister raus. Nee, die saugen nicht ein. Jawohl, Resident Evil 4. Oh, aber ein cooler Effekt, dass der richtige Level gleich direkt drin ist, ohne Übergang. Das ist gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Das ist nice. Ich mesh jetzt nur noch Viereck überall. Speedrun-Stress, ne? 50. Oh, der Game Room. Oh, Gegners! Oh, Spinnies. Aber komisch, dass das keine Gegner. Die musst du nicht einsaugen, obwohl das doch auch eindeutig irgendwelche Geister sind. Ah, this strange device looks like something the Order of Shadows would use, but. Später können wir das dahin. Mhm. Da ist ein Disney. 525? Oh, alright. Oh, das tut richtig weh. Also, wir haben schon mal 15. Ja. Dadurch, dass es ein Disney-Spiel ist, machen die natürlich Aufwand. Ja, wir haben noch richtige Leute, die Synchro machen und aufwendig für die Kids. Ja, gut, auf so eine, da hat man natürlich eine gewisse Qualitätsbasis, die Disney bietet. Ja. Wahrscheinlich auch abverlangt. Ja, wir können wahrscheinlich auch auf dann ihre. Ja, Zeichentrick-Synchronsprecher zurückgreifen oder so. Ja, generell, also ich meine, wenn das jetzt ein Spiel für Kinder ist mit der Haunted House IP, dann ist das jetzt gar nicht so verkehrt, aber ich finde es halt langweilig. Ja, es hat mehr was. Aber so, ich habe auch nichts erwartet jetzt. Nee, aber das ist so typisches PS2, sogar PS1-Ära-Level-Design, ne? Das wäre so ein Medieval, irgendwas so in der Ecke, wobei ja, Medieval noch mal ein bisschen aufwendiger ist. Ja, aber jetzt, wo du sagst, da könnte man fast ein bisschen mit Vergleich ziehen. Da komme ich wieder. Oder ich muss auch an sowas tatsächlich wie Gex denken. Gex hatte auch so ein Horror-Level, weiß ich noch. Oder Gex 2, Gex 3D. Gex, ein Spiel über einen Salamander, ne? Und sie haben es wirklich durchgezogen. Ja, auf 3
Spiele. Inklusive dem letzten, wo es eine James-Bond-Parodie war und er, ich glaube, im Abspann mit einer richtigen, mit dem richtigen Model dann ins Bett geht. Du weißt, was man über Salamander sagt. Ja, natürlich. Den Schwanz können sie abwerfen. Ja, gesagt, die können sich häuten. Ja, die können viele Sachen. Ey, das Game hat anscheinend unglaublich viele. Das ist ein Collector. Darf ich es mal callen? Wollen wir nicht einfach was anderes spielen? Ja, lass uns was anderes spielen. Ne? Wir wissen jetzt, was ist, okay? Oh, warte mal, hier. Okay, komm, sammel die drei. Okay, sie hat jetzt Bock. Ich hab Bock bekommen. Es ist halt nur, du hast ja so viel vorbereitet, Gregor, dass es eine Schande wäre, wenn wir jetzt die ganze Zeit nur Haunted Mansion spielen. Ja, es war vor allem das, wo ich einfach nur mal so mit reingeworfen habe, überhaupt gar nicht mal angeguckt vorher. Jetzt haben wir es uns angeguckt. Jetzt ist das der Hauptteil der Sendung. Ja. Alright, ich würde sagen, eine E-Mail, wenn ihr 515 Dinger gefunden habt. Aber interessantes Spiel. Kann man mal machen. War jetzt nicht ultra shitty. Nö, genau. Nö. Also besser als der Zielgruppe hätte, entsprechend. Ja, genau. Der Zielgruppe entsprechend. Ja. Ich mache aber natürlich mal einen Quick Play für uns. Falls du es noch durchspielen willst. Ja, ist sicher. Also ich will den Anfang auf jeden Fall nochmal machen. ich würde mal eins reinschmeißen, dann kannst du nachher Simon nochmal eins machen für diese Folge. Weil ich war ganz hin und weg von Ghost Hunter, muss ich sagen. Ja. Das war so ein Ding, was ich auch komplett nicht in meinem Blickfeld hatte über viele Jahre und später ein bisschen gesehen. Ich fand das so, also wenn ein Spiel die 2000er ausstrahlt, dann ist es Ghost Hunter. Das stimmt. Ja, schon mal aufs Ingame dann draufgehen. Anscheinend eine wahrscheinlich etwas teure Namco- und Sony-Produktion gewesen. Ja, die hatten schon richtig versucht, da siehst du den Teddybär, von dem ich im Vorfeld schon mal erzählt habe. Mhm. Die hatten, wollten daraus eigentlich eine recht große Franchise-Marke machen. Hat halt nicht ganz funktioniert, aber hat schon Potenzial, finde ich. Das hätte deren God of War, deren GTA sein können. Ja, es ist halt einfach ein, ja, eine klassische Geisterjagd, auch wieder so ein bisschen wie, ja, nicht Luigi's Mansion, aber so wie man es eigentlich erwartet, nur ein bisschen geerdeter, ein bisschen mehr in einer, bin ich denn mit dem Menü, ja, in einer erwachseneren Welt angesiedelt, aber auch mit so einer Prise Humor. Und ich weiß, dass vor allen Dingen immer viel Wert gelegt wurde auf diese Monster, auf diese Endbosse, die man da gerade im Titelbild gesehen hat. Und ich weiß noch, dass wir, ich glaube, ich habe den sogar noch, nee, mittlerweile habe ich ihn nicht mehr, aber ich hatte lange Zeit so einen Teddybär, der genauso aussieht wie dieser Teddybär hier mit so einer verzogenen Fresse. Okay. Und das war für die halt echt der Versuch, was zu etablieren. Wir können gleich mal kurz schauen. Ich war nur kurz irritiert. Wir haben hier den Kontrast und die Helligkeit ein bisschen höher geregelt, ja, was ein sehr dunkles kaum. Spiel sein kann. Das ist im Hauptmenü, weil wir sind auf Options. Das ist jetzt, New jetzt Game. Sind wir auf New Game, ne? Ja. Aber ja, lass es uns mal auschecken. Auch der Font, frühe 2000er. Ja, aus wie Siphon Filter hat denselben Font. Ja. Es gibt ganz viele Titel, die so wirkten. Thousands of ghost stories, tales of suffering, loss and rejection. Into a few intrude the living. Wollte sie gerade runterwerfen? Ja, kurz überlegt. Sah so, nee. Wäre schon, wird schon alles schneller gehen dann. Schatz, ich bin zu Hause. Wo sind meine Kartoffeln? Ich sag nochmal, das sollte gleich anscheinend wahrscheinlich cool wirken. Ich weiß nicht, ob es eine Zeit gab, wo das wirklich cool gewesen ist, aber. Na, sein Mantel ist ziemlich cool. Schau das jetzt an. It's fantastic, was gleich passiert. Come on. Nee. Und dazu diese Musik auch noch. Sein Blick ist auch so weird. Ja. Und diese super Zeitlupe vor allem auch noch. Alter, was ist denn Mund los? Guck mal, coole Actionhelden laufen in Slow-Mo mit ihren Laserknarren über
Untote Ritter. Also Devil May Cry hatte auch solche Zeitlupensequenzen und die waren wesentlich cooler und lustiger. Das ist so, da hat jemand versucht, Devil May Cry mit, soll es Dracula sein oder so? So irgendwie so miteinander zu mischen, ne? Ja, ein bisschen, ne? Ghost Hunter. Ja, super weird. Also irgendwie, die dachten wohl wirklich, Devil May Cry cool sind wir hier gerade. Ja, werden wir ja sehen gleich, ne? Ja. Es sind übrigens nicht unsere Protagonisten. Es ist einfach nur ein Vorspann, der wahrscheinlich mit der Story zusammenhängt. Ja, man muss dazu sagen, er ist natürlich der, er ist auch das Gesicht von dieser KI, die man später trifft. Oh, okay. Also, da ist eine Verbindung. Aber eigentlich geht's um ihn. Er sieht halt auch so übercool 90er aus. So. Für mich sind es die 90er noch. Dieser Bart, Nickelback-Style irgendwie. Wenn ihr da draußen noch ein Simon-Bild zu Giga-Zeit raussuchen könnt. Erstmal hatte ich nie so einen Goatee-Bart. Aber die Haare. Ja, die Haare waren teilweise so, aber ich hab's nie gemocht, wenn die in die Stirn reinhängen. Also, da gibt's nur eine kurze Phase, wo das so war. Aber die Haare nach oben, ja, das kommt hin. Ich weiß auch nicht, das war einfach diese Zeit. Aus irgendeinem Grund fand man das cool, obwohl es komplett scheiße aussieht. Er hatte auch noch eine leicht rasierte Augenbraue, siehst du das? Das ist eine, garantiert eine Narbe. Das ist immer eine Narbe. Cause of death? Never established. Autopsies drew a blank. Not a mark on any of the bodies. Yeah, boy, they say it was a weird scene to walk into that night. Es erinnert mich gerade irgendwie an Constantine, auch wegen dieser Krawatte und so, so ein bisschen. Hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber. Aber immerhin erinnert man sich an diesen Charakter. Also er wirkt nicht so komplett banal, belanglos. Er wirkt halt ein bisschen überzeichnet. Wenn die Geschichte anders gelaufen wäre, wäre das unser Kratos, quasi vom Ansehen heute. Also heute sagen, ja, wir sind mit, ich glaube, er ist Lazarus, wenn ich mich nicht irre. Ja, das passt. Er weiß es sicher nicht, aber er kommt aus einer großen, langen, alten Dynastie von Geisterjägern, ganz sicher. Ja, er ist Nachfahre von, Sir Francis Drake, ne? Und jagt Geister und Schätze. Ey, das hätte aber auch, das könnte auch Drake sein. Also, so, weißt du, setz ihn, bring ihn in ein anderes Setting. Mhm. Bring ihn nach Uncharted und dann könnte es auch Drake sein. Okay, 30 it is, partner. I look like a prankster. First time out, I can step in one of Charlie's Angels. Jane Bond. Great. Ja, klassische Duo, was sich kabbelt. Ne? Genau, er ist anscheinend, so wie ich mitbekommen habe, wohl jetzt neu, ein Rookie im Polizeigeschäft und will jetzt hier irgendeine Mordserie mit seiner Partnerin untersuchen. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken hier, weil die Steuerung war auch nicht super easy. Dann herumlaufen. Ich konnte hier mit, war's R1, in den Ballermodus. Unendlich Muni. Unendlich Muni. Ich kann auch in den Ego-Perspektiven-Modus, wo ich dann die Muni wegzimmern kann. Und ich kann auch irgendwie die Schulter nochmal wechseln. Okay. Da war gefährlich hier. Da ist einer gestolpert, ne? Ja. Und hat dann das ganze Mehl ist rausgelaufen aus der Tasche. Das kommt mir bekannt vor. Das war gar nicht so unbekannt damals. Ja. Und auch nicht so unerfolgreich, glaube ich. I could slide down this. Ach ja, slide down. Und die coolste Animation ever. Da wackelt auch das Bein. Also du kennst es eventuell sehr. Ja? Oder meinst du, weil das so aussieht wie alle anderen Spiele? Nee, der Gang eben, das meinte ich. Das sah aus wie bei Resident Evil eben gerade. Das sieht auch wieder aus wie Resident Evil, aber diesmal der zweite Teil. Jetzt kommt das Krokodil, ne? Ja. Die brandneue Jesus-Ratte. Obwohl, schwimmt sie oder läuft sie über dem Wasser? Ja. Ja, die schwimmt. Okay. Ne? Nee, doch, die läuft jetzt unter Wasser. Egal. So, Clamber. Habe ich auch noch nie gehört, das Wort. Clamber, nie gehört. Anscheinend klettern und hangeln. Climb und Clamber. Ich kenne das echt nicht. Ja. Das habe ich auch nie wieder gehört seitdem jetzt. Clamber da mal runter. Mhm. Ist eine Krawatte ein Loch? Ach nee, ist Clipping nur. Oh, aber schau.
Da haben Krawattenphysik. Schau dir die Krawattenphysik an. Da haben bestimmt irgendwie drei japanische Animatoren die Familie nicht über Weihnachten gesehen. Aber es ist ein schönes Detail. Aber siehst du, da steht dieser alte Holzbogen, als wäre der quasi Eintritt zu einer anderen Portal. Welt oder so. Ja. Oder ich gehe einfach drumherum. Das geht auch. Das ist eine Jukebox. Ich glaube, was dem Spiel ein bisschen Probleme bereitet hat, ist, dass es halt diese High-Sci-Fi-Welt kombiniert mit Geistern. Weißt du, das ist so, das ist ja gleich noch sehen. Das ist halt so eine technologisierte Geisterfangwelt. Ich sag mal, Geister sind ein bisschen lame irgendwie. Ja, Geister generell sind lame. Vor allem, ja, du hast eine Wummel mit unendlich Munition, aber du kämpfst gegen Geister. Na, du kriegst gleich noch eine richtige Waffe. Das ist Geisterjägerwaffe? Ja, so ein bisschen Ghostbusters. Okay. So, und natürlich drückt er den Knopf. Der eine. Ja. Ups. Mit einem Knopf alle Geister freigelassen. Jetzt musst du alle wieder einsammeln. Das haben die nicht mal bei den Ghostbusters gehabt. Dieser Mann hat keinen Schwanz. Vor allem ein so ein großer Knopf ohne Sicherheit. Ja, das ist der einzige ohne Beschriftung. Ja. Wozu brauchst du einen Knopf, womit du alle Geister wieder freilassen kannst? Nice. Und jetzt sind die bei Haunted Mansion gelandet, in den ganzen Kisten, wo du sie einsammeln musst. Oh, der Arme hat sich ausgeklambert, ne? Aber die können doch einfach durch. Ja, die müssen doch nicht durch die Türen. Müssten die Geister können doch direkt durch die Wände durch. Ist das wieder ein Fall für eine Folge von kommt er durch oder kommt er nicht durch? Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Oh, what was that? Power down. All systems offline running at 0%. All communication will terminate in T-5. Initiate backup power. Urgent. Initiate backup power. Oh, und jetzt ist er angetütert. Ja. Der Geister durch ihn durchgeflogen. Vielleicht haben sie seine Seele mitgenommen beim Durchfliegen. Oder wir sind auf einem Schiff drauf. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, da gab es auch so ein, müsste hier noch indiziertes Horror-Game sein auf der PS2, wo du auch auf einem Schiff warst, was du hin und her... Cold 4. Aber es ist nicht indiziert. Doch. Deshalb reden wir nicht inhaltlich. Nein, man darf das sagen. Man darf es sagen, genau. Deshalb werden wir inhaltlich weder positiv noch... Bist du sicher, dass es indiziert ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es indiziert ist. Na gut. Barry! What the hell's going on? Jesus, Steele, could you not just... What have you done down here? Well, I found something. A machine. Well, it exploded. Du hast auf den Knopf gedrückt. I don't know. There must have been some sort of a gas or something. What are you talking about? Lazarus? Hey, you okay? Of course. Yeah, just wish I knew what happened. Okay, so you left me and then went down to the basement. Don't move. What are you doing? Oder dreh dich rum, damit du endlich mal siehst, was da ist. Oh. Ja, aber warum macht er dann nichts, wenn er Don't Move sagt? Lässt sich jetzt von Dracula-Geist entführen? Er war geschockt. Lass ihn mal in Ruhe. Oh, Pickup. Wahrscheinlich kann ich mir das dann angucken später. Auch die Steuerung wackelt leider ein bisschen, wenn du hier rumläufst. Er hat auch gar Ghost eingeatmet. Was passiert hier? Gibt's eigentlich einen Film, wo dann Leute Ghosts vapen, ne? Wo die Geister anfangen? Das ist so eine Delikatesse, dass du originale Geister dann vapest. Auf jeden Fall ein gigantischer Geisteraffe geworden. Aha. Da kommt sich ja nicht mehr wehren. Was? Nicht anfassen, Dude. Ich bin außerdem mit meinen Händen genau in diese beiden Leitungen gelaufen.
Wie lustig, weil er verbindet jetzt gerade den Strom wieder. Genau, der Strom läuft jetzt wieder, weil wir den Affengeist da reingeballert bleibt, haben. Der bleibt hängen. Affengeister sind die besten Leitmetalle. Brauch neue Internetleitung. Ja. Du musst also nur einen Affengeist finden und der muss dann die beiden Internetleitungen zusammenhalten. Ich muss ihn vorher erschießen, natürlich. Ja, es ist der einzige Weg. Ja, ja. Ich glaube wieder zurück. Du musst im Grunde runter und jetzt ist da ja Strom. Sieht so ein bisschen aus, als genießt das, als würde er mit dem Geschlecht voran so runterwabbeln. Du meinst, wenn du die Kamera runterwirfst, würde er das Xylophon machen. Ding, 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 ding. Genau. Die Holztür ist auch weg. Ach nee, die war auf der anderen Seite. Hey, can you hear me? Scanning. Intruder, male, Caucasian. Super normal sight. Suitable candidate. Listen, this machine, it released something, a drug or a gas. I was knocked down and I know I'm seeing things. I just, and now I'm talking to a box. Jesus! Strategy for candidate. Capture the dead. Correction, recapture the dead. No gas, no drugs. Ghosts. Ghosts? What are you talking about? A candidate? Hey! Hey! Wie sich auch einfach wegdreht. You can be heard in Texas. Advise composure. Initiating training. Recapture ghosts. Training essential. Training? Where's my partner? What have you done with her? No information. Recapture ghosts. Generate essential power. Costs none. Benefits. Spectral gateways opened. Woman found. Initiate training. Initiate training. No, that's Initiate it. That's it. Training. I'm out of here. Okay, also mir wird jetzt beigebracht, wie ich die Geister wohl wieder einsammeln kann. Oh, da ist hier die Ratte. Die bewegt sich sogar ohne die Beine zu bewegen, seht ihr das? Deswegen kann sie auch übers Wasser laufen. Aber dieser Schwarm an Kakerlaken und so ist schon irgendwie ganz okay. Das ist lustig. Die Ratte macht sich's bei mir bequem. Und die dreht mag dich, Gregor. Ja, er reibt sich so, der kleine Radikal. Wallhack. Oh, das andere X. Das X. Okay. Das ist fast. Warte mal. Blue Steel. Und in die Kamera gucken. Okay, raus mit dem Wallhack. Da fliegt ein Stuhl. Oh. Ah! Ein Jumpscare. Nee, aber irgendwie, also bei all den Horror, auch Geschichten, Filmen, Spielen und so weiter, Geister war nie was überhaupt irgendwie nur eine Regung bei mir ausgelöst hat. Na. Nö, also ich finde sie auch eigentlich schon seit Ghostbusters immer eher lustig. Also ist halt eine Medium, über das man Witze machen kann. Ja, der Kontext hängt natürlich immer so ein bisschen damit zusammen. Das Einzige, wo ich sagen will, als Kind hatte ich so ein bisschen Schiss vor Poltergeist, weil der Film aber auch so extrem war. Ja, aber das ist ja auch nochmal, da gibt es ja in dem Sinne gar keinen Geist. Also, genau. Da hast du wirklich ekelhafte, schlimme Szenen und dieses Rauschen und so vom Fernseher und diese Sachen. Das ist ganz anders. Der Unzerstörbare. Ich bin nicht ganz sicher, was ich hier in dem Raum. Ach ja. Da, wo es blinkt. Pulse Rifle. Runs of Ghost Energy. L1, okay. Und Geisterminen wahrscheinlich. Grenade. R2, when in Hunting Mode. Ja, siehst du, es ist einfach Ghostbusters. Mhm. Initiate training. Sag ich doch. All right, look. I'm gonna count to five, and then... Concur candidates enumerating strategy. Time is of the essence. Please listen. Your hunting must begin as soon as possible. One. In brief, your weapons are useless. You cannot kill that which does not live. However, you can contain the spirit. Two. A grenade has two functions. Firstly, it will anchor a spirit into the realm of the living, allowing you... to weaken. Three. And second. Four. The grenade will capture a weakened ghost, trapping it in the array. Geisterfalle. No? Ist die Granate? Mm-hmm. Recognized.
recognized threatening stance towards a digital entity, an ally, irrational response, candidate functioning with excessive nervous energy. Oh, der Affe! Now justified, das finde ich gut. Mhm. Also, shoot the ghost. Granada! Hab ich geworfen? Hast du geworfen? Ja, es wirkt irgendwie nicht, als hättest du getroffen. Doch, oder? Oh, warte mal. Also, jetzt habe ich... Ah! Oh! Oh. Holy shit! Ruckelt zwar, aber es sieht gut aus. Ja, sag ich doch. Aber ich zwinge es auch gerade im 4K zu laufen. Ja, okay. Das Einzige ist nur, finde ich, dass dieser Loop aus Ballern und Catchen, der ist nicht so belohnend wie so die bei Ghostbusters mit den Strömen und dann die Falle. Ja. Da kann so viel mehr schief gehen, dass du hier halt so ein bisschen, ja, halt am Ende eine Granate drauf werfen, ist jetzt auch nicht so mega spektakulär. Mhm. Aber ich mag die Idee, dass man so versucht hat, so irgendwie mehrere Phasen einzuleiten, ja, von diesem Kampf gegen die. Genau auch das. Dass die halt schwächer werden, aber auch wieder stärker werden können. Leo. Eingefangen. Yes. Ja, Loops scheint nicht unlustig zu sein. Kann ich das einsammeln? Genau, was das ist. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, aus dem Affen rausgefallen. Da. Let's climb. Glaubst du das wieder? Ja, wobei, ich weiß auch nicht. Also irgendwie so eine andere Mechanik, ob wie es bei Ghostbusters mit den Strömen kreuzen dann ist oder dass man die irgendwie hinlenken muss. Es ist ja nicht mal eine Mine, sondern irgendwie so eine Art Boomerang. Ja, ja. Das schmeißt es und du musst einfach nur treffen dann damit. Also ich mache auch nichts anderes, ich ziele ja nicht mal anders wohin als beim Ballern, sondern ich drücke nur eine andere Taste. Hold L1. Ah, ich kann leuchten. Okay. Okay, also gut. Es bringt ja mal gar nichts. Bringt ja wirklich nichts, ey. Doch, da hinten, ja, okay, wenn man ganz nach hinten schaut. Boah, ja. Toilette. Nee. Ja, was ist das? Versuch mal eine Mine gegenzuwerfen. Oh, meinst du? Was war das? Oder einmal anballern und dann. Nee. Diese Bumerang-Mine, ey. Okay. Oh, ist das. Die ist auch schon tot, unsere Kollegin. Nee, ist jemand anderes, ne? Oh nein, sie ist schwanger. Oh. Oder auch nicht. Sie hat Geister gegessen. Sie ist ein Geist. Final Form. Warte mal, hier, schon werfen kann ich, oder? Bestimmt. Wo ist er? Hä? Was ist dieser Timer oben links? Ah, vielleicht habe ich so und so viel Zeit, genau, auszulösen. Also ich kann mich entscheiden, die vorher zu werfen und zu ballern oder erst ballern und dann werfen. Okay. So. Ein Safe. Baut die Kombination. Nee, geht leider nicht auf. Da hast du wahrscheinlich auch immer nur einen Gegner oder so zur Zeit. Es gibt ja schon noch mehrere. Ja, ja. Es gibt halt so die klassischen Standardgegner, auch mehrere davon, aber dann immer so ein Boss pro Level. Let's clamber. Ist es dieses Quantum Break, von dem alle sprechen? Irgendwie muss ich jetzt dran denken, daran. I should get the shotgun from the trunk of my car. Dabei jeder dahin konnte, okay. Dabei wurde ihm gerade doch erklärt, dass die Waffen nichts bringen. Aber gut. Ah, vielleicht sind da auch Verbrecher statt Geister. Dann kann ich die zu Geistern machen und dann fangen. Und dann fangen, genau. Okay. Ah, du hast aber weniger Zeit, wenn du es sofort wirfst. Ja. Jetzt vielleicht werfen nochmal.
Oh. Ja. Ja, warte. Okay, ja. Plomp. Und die Ratten haben auch hier Freifahrtscheine. Die machen hier Party. Direkt bei den Mülltonnen. Aber gibt es hier eine Übersicht, wie viele Geister ich habe? Anscheinend nicht, ne? Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Shotgun brauche. Jetzt, wenn das wirklich dann geil ist. Vielleicht für einige Rätsel. Aber vielleicht kommen ja noch physische Gegner, die keine Geister sind. Und das kann sehr gut sein. So, wieder raus. Ja, du kannst schon mit den Waffen auch auf alle schießen und so, aber ich killen kannst du sie halt wirklich nur mit dem Plasma. Nicht Wallhack. Kann ich hier denn irgendwo draußen hin? Das ist wahrscheinlich das Tor. Nee, ist zu, ne? Komplett. Oder war es nur hier raus, um die Schotti zu holen? Ich glaube ja. Also ich bin hier durchs Fenster. Kann ich hier wieder zurück? Nein. Ah, natürlich. Hm. Guck einfach hin, wo du hinkannst, Gregor. Musik ziemlich intens. Ja. Hört auch nicht auf. So, uah. Wo bist du? Da. Meine Hausaufgaben habe ich nicht gemacht. Du wirst mich nicht fangen, Klassenlehrer. Yes. Oh, das ist ja noch einer. Gehört das so? Ja. Du kannst ja gerne mal die Schrotflinte ausprobieren. Die wird ja wahrscheinlich. Meinst du? Irgendeinen Grund wird sie ja schon haben, aber. Marsch, ja. Ja. Siehst du, geht auch. Oh, wirklich? Ich kann die Geister mit der Shotgun anschießen? Ja, natürlich, Gregor. Du musst anschießen. Du kannst ja nur fangen mit dem Kram, aber. Okay. Aber ich glaube, dieses Plasmagewehr, es gibt noch Gegner, die halt nur mit diesem Plasmagewehr in der letzten Phase verwundbar sind. Ich bin mir da nur so vage sicher. Ich würde, glaube ich, gleich noch mal einen kleinen Tacken, zumindest mal gucken, wie weit der Level noch geht, bevor wir dann wechseln. Aber lass uns einen kleinen Break machen und dann machen wir weiter mit dem Spuktakel. Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Mit Shotguns auf Geisterballern funktioniert, haben auch wir gelernt. Lass uns mal ein bisschen weiter gucken in Ghost Hunters, weil ich will zumindest sehen, wo der erste Level jetzt hier hingeht. Finde ich jetzt so vom rein vom Spielerischen her, spielt sie nicht ganz geil, aber jetzt nicht super schlecht. Nö, ist gar nicht so verkehrt, finde ich auch. Es ist gar nicht so schlecht gealtert. Klar ist da jetzt nicht alles so, wie man es gerne hätte, aber kann man tatsächlich machen. Draculas Geist sagt bestimmt, du siehst aus wie meine alte Geliebte damals aus dem Vorspann. Du erinnerst mich an sie. Deshalb bist du jetzt meine neue Braut. Kann sein. Er hält ja, also der eine Charakter aus dem Intro hält ja jemanden in den Ja, genau. Das könnte sie ja sein. Ja. Ja. Und der Wiedergeburt ist auch Standard mittlerweile. Der Neo-Ersatz ist ja dann jetzt zum Computerprogramm geworden. Ich mag diese dezent aufgerissene Lippe irgendwie. Die ist ein kleines, schönes Detail. Ja, mach den Kopf mal lieber weg. Was? Genie that's been trapped too long inside a rancid bottle. Ein Genie? A chance for fury to fester. Das heißt, er ist ganz schlau. Do not struggle.
All I'm doing is thanking you. I can grant you every little sordid wish, as long as you'll give me one thing. What thing? I want flesh. Ach, wenn's weiter nichts ist. Also der ist auf keinen Fall vegan. Na, ich würde schon wissen, also wie viel und welches Körperteil. Also man könnte ja vielleicht mit dem Deal machen. Also und was für ein Fleisch vor allem. Ja, das ist ja auch in manchen Kulturen muss auch eine gewisse Art von Fleisch nur. Ich glaube, Chicken geht immer. Yeah. Huhn geht immer, ja, finde ich auch. Winner, winner, chicken dinner, ne, wie man so schön sagt. Open the door. Ups. Da ist er. Kommen wir durcheinander. Ich werf zuerst die Falle, was natürlich nicht so cool ist. Yes. So. Schieß mal lieber drauf. Ja, ich möchte keinen Shotgun-Schuss verschwenden, muss ich sagen. Ich habe so meine Glock 17. Falsche Taste. Oh! Warm aus. Was mir hier in diesem Early 2000er-Schick wieder auffällt, weil, das kannst du vielleicht bestätigen, so Simon, ist so mein Eindruck, so Anfang 2000er war ja so die 70er-Nostalgie noch relativ viel. Na, also gab es ja sowas wie hier Kate Archer, No One Lives Forever und alles. Ich meine, es ist ja immer so dieses zyklische, alle 30 Jahre die Nostalgie vorher, weil die, die dann jung waren, werden dann zu den leitenden Positionen dann befördert. Und ich meine, es hat so ein bisschen 70er-Retro-Schick war da ganz in Anfang der 2000er. Ja, ich glaube, du hast da gerade was Genie-eskes gesagt, weil 30 Jahre zurück, das passt für die 2000er und die 70er und es passt auch jetzt, dass die 90er gerade wieder aktuell sind. Ja. Also 30 Jahre scheint so der Magic Threshold zu sein, dass die Dinge wiederkommen. Finde ich gut, dass du auch Threshold draus gesagt hast, weil das doppeldeutig dann. Der Threshold. Habe ich so nicht gewollt, aber würde ich später behaupten, war natürlich geplant. Ja, aber es ist natürlich eine Theorie, die gibt es schon häufiger. Speziell hatten sie auch noch mit der ganzen 80er-Nostalgie von vor ein paar Jahren. Stranger Things und alles drumherum, Synthwave. Das ist jetzt wieder so ein bisschen am Rausgehen. Wir haben die 90er-Nostalgie. Ja, aber wann hat die 80er-Nostalgie angefangen? Stranger Things ist schon sehr alt. Als eben, so 2010er würde ich sagen. Exakt, und da rechne mal 30 Jahre zurück. Genau, das meine ich ja. Oh, jetzt ist sie da. Die ist auch schwanger. Ja, die mutieren dann immer. Aber vielleicht tun wir ja was Gutes jetzt, weil wir sie ja eigentlich befreien aus diesem Dasein. Oh, flieg doch nicht hoch. Finde ich nett, was du machst. Kann ich hier rauf? Kann ich. Ja, wir tun dir natürlich was Gutes, ne? Die wollen ja auch mal zur ewigen Ruhe kommen. Die wissen es nur nicht besser. Das ist eine Schule, oder? Ja, wie die, was die wohl für Leichen im Keller haben. Ja. Ah, das ist Energie, die ich aufsammeln kann. Deshalb kann ich sie nicht aufnehmen vorhin. Okay. Ja, aber das finde ich eigentlich schade, jetzt wo ich es gerade sehe. Man hätte hier ganz viele Gelegenheiten, auch so ein bisschen tatsächlich die Leichen aus dem Keller zu zeigen. Aber es ist halt dann doch nur eine Schießbude. Vielleicht wird es nur noch so, wenn wir weitergehen, so eine tragische Geschichte von wegen, da der Rektor hat irgendwie eine Schwangerschaft vertuscht. Irgendwie muss ich immer bei sowas bei Highschools in Amerika denken. Ja, ich auch. Ich hätte was auch gut gefunden. Irgendeine Form von Story, die den Ort noch umfasst. Aber ich glaube, dass wir das hier... Oh, hier vielleicht... Passiert? Nee, ich glaube, dass das hier relativ clean ist. Okay, ist das so, ich kann hier summon irgendwas machen. Mhm. Und dann werde ich zu einer Battle Arena reingesogen. Wow! Okay. Also, die haben schon ein paar ganz coole Ideen für so Effekte und alles gehabt. Ja. Man merkt, dass sie wollten, dass das ein Hit wird. Ich überfordere gerade die 3070, die im Rechner drin steckt.
Aber es sind PS2-Effekte, die können manchmal auch ein bisschen anspruchsvoller sein. Wie der auch so vorbeiläuft, so. Jetzt zu viele Effekte auf einmal. Ja, so gerade so diese Geschichten könnten halt besser sein. Also die Treffer. Resonanz könnte irgendwie cooler sein, da könnte auch mal was abspratzen, aber es ist halt für junge Leute gemacht. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem auch. Es darf nicht zu bösartig werden. Jetzt kommen die Geister aus der Toilette. Oh Gott, jetzt sind das die Abtreibung, die sie da hatten. Ey. Aber ich habe immerhin alle eingefangen, alle Revenants. Und jetzt Astral, die Dame, die jetzt in uns steckt, hat jetzt wohl eine spezielle Fähigkeit, die wir wohl benutzen können. Ist die hier auf dem Waffenrad drauf? Nein. Dann taucht sie wahrscheinlich auf, wenn dann irgendetwas ist. So, aber ich dachte, da kommt vielleicht die Story rein, die wir potenziell gesucht haben in dem Game. Aber anscheinend nicht so sehr. Oh, da kann ich nicht runter. Machst du kommt eher so Anime-Geschichten. Jetzt hat er so einen Geist in ihn anscheinend. Mit Fähigkeiten. Das war der Tag, an dem der Geist in mich einfuhr. Ja. Okay, drei habe ich eingesetzt. Ich kann hier anscheinend gar nicht weiter, weder hoch noch runter. Oder kann ich das hier wegballern? Ist das Macarena? Ja, muss ich. Macarena! Hi! Bisschen. Bisschen, ne? Egal. R1, so. Okay, das ist einfach nur eine Tür. Da wir drei eingesammelt haben, kommen wir vielleicht jetzt wieder zurück. Diese Kugeln, die irritieren mich. Aber wahrscheinlich kann man die später irgendwie das Leben. Einsammeln. Das ist, glaube ich, Leben, weil wir gerade 100% haben, können wir es deshalb nicht aufnehmen. Einsammeln. Ja, okay. Nice Headshot. Oh komm, das muss ich da jetzt wirklich wieder rauflaufen? Das ist der Dude von vorhin wahrscheinlich. Aber den hatten wir doch schon gekillt. Ja? Oder nicht, meine ich? Oder habe ich einen anderen erwischt? Also. Ich hasse dich. Maybe Astro can help. Help with a broken lift. Da war ein broken lift? Ach so. Okay. Damit ich schneller hoch und runter komme vielleicht. Wo ist denn ein Lift hier? Almax? Na, egal. Da war vorhin so ein Raum, wo so ein Viereck auf dem Boden war. Vielleicht ist das dieser Lift. Ah, ja. Ach, fuck off. Interessiert mich nicht. So. Oder es hat seine Schuldigkeit getan, das Spiel. Und wir haben mehr daraus bekommen, als wir gebraucht haben. Ich bin jetzt nicht so interessiert dran, das wirklich lang weiter zu spielen, aber ich glaube, das ist auch genug, oder? Ja. Ne? Ja, also für mich reicht. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie gesagt, schon mal gespielt. Wo es weiter hingeht. War ganz nett auf jeden Fall. Es ist halt ganz okay. Ich glaube, alle die Spiele, die wir heute zeigen, sind alle so, ja, ist okay, alles so 7 von 10er. Kann man machen. Hat man aber auch schnell wieder vergessen. Eine ganze 7 würdest du sogar schon geben. Also ich habe das, wie gesagt, ich habe das schon länger gespielt. Okay. Ist nur lange her, aber das war gar nicht verkehrt. Damals waren Spiele halt auch nicht alle so geil. Also da war sowas schon eine 7 von 10, finde ich. Ja. Halt einfach, es war zu mir zu wenig Story, zu wenig Horror. Aber dafür halt
gutes Geballer. Und irgendwie die Synchro war auch vor allem. Hat man ja ein bisschen gemerkt. Ja, also war die, für die, haben, die damalige Zeit eine verdammt gute Synchro. Die haben ein Budget reingetan. Du merkst, dass es ein Produkt seiner Zeit ist. Mit der Art des Charakters, mit dem Ziegenbärtchen hier dran. Ne? Lazarus mit der Augenbraue und allem drum und dran. Ja, potenziell, ich werde es mir ein bisschen weiter anschauen. Gefühlt einfach nochmal so ein Feeling dafür zu bekommen. Ne? Weil es sind so viele Games aus der Ära, die sind einfach so komplett vergessen, dass man, es gibt auch keinerlei Grund sonst, außer in solchen Formaten wie hier, die nochmal anzufassen. Das stimmt, ja. Sich die Dinge anzugucken. Fällt dir irgendwas ins Auge, Simon? Sonst hätte ich auch noch mal eine Empfehlung, aber du kannst naja, gucken, also, was haben möchtest. Was auf jeden Fall ich gern mal wieder spielen würde, ist Extermination. Das ist schon sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Das können wir gerne. Ich fast gar nichts mehr weiß ich darüber und ich bin gespannt, ob gleich ein bisschen die Erinnerung wieder zurückkommt. Hatte ich mir damals, das weiß ich noch, hatte ich mir damals zusammen gekauft mit Rez im Doppelpack, weil das beides in der Grabbelkiste war beim lokalen Karstadt. Wir machen mal auf deutsche Texte und ich gebe dir mal den Controller weiter. Okay. Das mag ich. Gewalttätige Szene, groteske Darstellung. So lobe ich mir meinen Horror. war einer der, ich meine, Versuche von Sony, ein eigenes Survival-Horror-Action-Franchise zu bauen. Es hat mich so ein bisschen an das Ding erinnert, also The Thing. Hm. Ich meine, so jetzt nicht das Spiel, sondern der Carpenter-Film zumindest. Es gibt deutlich schlechtere Filme, an denen man sich orientieren kann. Habe ich neulich erst im Kino geguckt. Ja, das Ding? Ja, da gab es eine Vorstellung. Ich gern mal wieder, den würde ich so gerne mal wieder im Kino gucken. Just because your special forces recon. Don't let your guard down. Do it by the book, and you'll make it back alive. Don't let me down. Show the world what Marines are made of. Yes, sir. War das der Handschuh oder das? Nee, die Muskeln angespannt, das Leder hat so gequietscht. Ja, ja. Check the mission data on your remote terminals. Yes, sir. Dennis, I know what you're thinking. I can't stop you from worrying about the past. And everybody does it sometimes. But just remember one thing. Be strong, you know? Keep focused. Don't let your mind become clouded. Something I learned on the streets. With life comes pain. You gotta deal with it. Look, Roger, I know you're right. But if it turns out that Cindy's in trouble, I swear to protect her with my life. I'll do whatever it takes. God's sake, it's the only thing I can do for him now, for Andrew. Wer diese Personen auch immer sind. So ein bisschen wie so Exposition, die nicht funktioniert. Nee. Wo keiner weiß, hä, wovon redet ihr jetzt? You, me and Andrew made these out of shrapnel. After that mission in China. You remember the R&R? Alles so scheiße. When times are right. Ja, Mann. Now look at this, and I remember that I've got good friends. Aber kein tolles Lokalisationsteam anscheinend. Nee. Ein echtes Rambo-Messer. ich will es eigentlich nicht gucken, ne? Ich will es eigentlich wegdrücken, aber ich habe Angst, dass ich dann irgendeine geile andere Action-Sequenz verpasse. Ja, siehst du ja, gut, dass du dran geblieben bist. Einer von den 6 Turbinen ist gerade getroffen worden. Oh, die Action-Filmkamera. Das ist Michael Bay-Ding, oder? Michael Bay hat auch so den Dreh gemacht. Total, ja. No? Und das war wahrscheinlich sogar vor Michael Bay. Ich weiß es gerade nicht. Er macht auch schon lange Kram. Das war vorher, oder? Nee. Wir hatten es schon. Das ist der Bad Boy-Shot. Und Bad Boys war ja doch Mitte 90er, Anfang 2000er. Stimmt, warte, ist das so alt schon? Das ist ja, okay, 2001. Okay. Also, das müsste Bad Boys 1 oder 2. Das ist der, so Will Smith und Martin Lawrence. Klar. Ja. Der Dreher. Ist der gleiche? Drück auf Start nochmal. Ja, ja. Drück auf Start. Stimmt, auch bei Armageddon und so ist das auch, ne? Ich glaube schon. Ich weiß wirklich gar nichts mehr. Dennis hier. This is Roger. Where are you now? Right above you. Er kann dich so hören. First, get your ass up here. Come on. This ice cliff looks impossible. You'll have to find a way around it. Just follow my directions. Erection? Follow my directions, okay. Ja genau. Du musst immer dran gucken, wo der Wind ein bisschen anders weht, weil er dann vorbeigeht.
Eieiei, ich kann mich wirklich an nichts mehr erinnern. Also ich weiß jetzt zumindest noch, du musst die Batterie in den Aufzug packen, irgendwas, die da neben mir ist, in grün. Ach ja, ich bin ja mit einem Fallschirm abgeschoben. In grün, ich kann die Kamera auch nicht drehen, ja, leider. Kannst du... Da, so kann ich, ah, da, okay. Ja, ich will sie auch nur mitnehmen. Zurück. Okay. Ja, nicht benutzen. Oder verlassen einfach. Verlassen, ja. Ach, und das sind deine Items, die du hast. Okay, vielleicht könntest du da deine Batterie aufladen und die ist schon aufgeladen. Aber du kannst sie, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie an dem Aufzug an der Station vorne aufladen. Oder den Aufzug aufladen musst du mit der Batterie. Ja, okay. Das andere Ding. Ja, das andere Ding. Okay, ich hasse das Spiel jetzt schon. Und ich habe keine Ahnung mehr, warum ich das mal gespielt habe. Alter, die Steuerung ist so furchtbar. Du kannst nicht gerade stehen. Ich weiß nicht, was machen. Vielleicht Batterie einfügen. So, ich drück A, ja. A. Habe ich aber auch schon 20 Mal eben gedrückt. Hm. Jetzt kann ich Batterie ausfüllen. Ah, okay. Du musst sagen, das ist jetzt 2001. Das ist nicht irgendwie von Anfang der 90er, wo es noch kein Survival-Horror-Spiel gegeben hat. Nee, die Steuerung ist auch ganz weird. Ganz mies. Also er rennt immer gefühlt und du kannst halt überhaupt nicht richtig lenken. Ist natürlich jetzt auch nicht für den Xbox-Analog-Controller ja, wobei irgendwie, aber es ist jetzt 1:1 gemappt von der PS2. Also so einen großen Unterschied soll es nicht machen. Ja. Kannst du an den Dingern hochklettern? Mit irgendwas? Sicherheit. Okay. Kisten. Wofür sonst können Kisten da sein? George McCrade. Mhm. Hat das ja alles schon erklärt. Okay. Auch hier kannst du Gesundheit aufladen, hast du schon voll. Ey, George McCrade. Wie hieß Kurt Russells Charakter in das Ding? McReady? Glaube ich. Ja, McReady. Irgendwie so. Da, also, da nicht, nicht Ready, sondern McReady. Nee? McReady? McReady, glaube ich. Sicher, ja. Nicht McReady. Ja, du hast ihn gerade erst gesehen. Gesehen. Ja, ja. Aber es muss dann einen Zusammenhang zwischen George McCrade und George McReady dann geben. Hier lang? Ja, jetzt verstehe ich auch den das Ding Look natürlich, den hat es. Und es hat auch irgendwas mit so Alien-Mutationen gehabt auf jeden Fall, das weiß ich auch noch. Und das Cover hatte so ein, es hat geglänzt, wenn du es umgedreht hast, hatte dieses typische Sammelkarten. Mhm. Ne? Oh, und auch ein bisschen Code Veronica, wenn du jetzt so draußen rumläufst, ne? Ja, stimmt, ja. Auch diese typischen Gitter und Schnee dazu. Ja. Das ist schon sehr Code Veronica auch, ja. Da kommt ja zum Glück jetzt auch mal ein Remake. Bin ich sehr gespannt. Kommt er? Hab ich gehört, ja. Wirklich? Dass das jetzt das nächste Remake sein soll. Das wäre geil. Ja. Wäre geil, ne? Da können sie es auch noch mal einen Ticken besser machen. Als nachdem wir uns vielleicht Steve weglassen, komplett. Ja. Nee, der wird neu interpretiert. Ich denke auch, der wird neu interpretiert. Ja. Es ist saukalt, was für ein Wetter. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Komm, hier ist nichts Spannendes. Wir können niemals mit ihnen fertig werden. Die Antarktis ist vollkommen irrsinnig, was es da gibt. Ja, Schnee. Was gibt's sonst in der Antarktis? Aber es fände ich cool. Ich meine, wir haben es ja vor ein paar Jahren überzeugt, Simon, dass es nicht so gut gealtert, leider. Ja. Ja, Code Veronica fand ich immer ganz geil, aber es hatte echt so Stellen, die mich genervt haben und generell ein paar Design-Macken. Ich war ja jemand, der wirklich sicher war, dass das mit der beste Resident-Teil ist, bis ich es dann gespielt habe und gemerkt habe, okay, es ist halt nicht so gut gealtert. Das war schon geil damals, aber ein Remake wäre wirklich notwendig. They won't find the body till the poles melt. Dauert ja nicht mehr so lange, ne? Ja, ja, damals wusste man das noch nicht. Pipes, there are two places you need to jump. You're not as big as me, so it won't be too hard. Yay, 3D-Sprungpassagen. Und du sagtest, die Steuerung ist godlike? Ziemlich geil ist sie, ja. Sie ist schon ziemlich legendär. Alter! Oh! Again? Nee, du darfst wieder hochlaufen. Oh, da habe ich ja jetzt schon... Oh, fuck, ey. Na gut, immerhin. Aber ja, es ist sehr schwer zu steuern. Mhm. Und ich bin eh schon grob motorisch, aber... Ja, man vergisst auch gerne, was sich allein steuerungstechnisch getan hat in den letzten 10, 20 Jahren, wie filigran man mittlerweile solche Sachen machen kann. Und damals, du hattest einfach keine Chance, dass
nicht hektisch zu spielen. Guck mal, ich kann das kaum. Ich habe ja auch keine Kamera. Kannst du die Kamera justieren? Ja, so. Ja, aber dann sehe ich ja irgendwie die Dinger nicht mehr. Okay. Hi. Dabei wäre es doch eigentlich sehr einfach, hier eine Kamera einfach auf den rechten Stick zu legen. Das hat man damals nicht so gemacht mit so Sticks und Kameras. Du brauchst bestimmt die Funktion, was weiß ich, Erdnüsse essen oder keine Ahnung. Das muss alles auf die Sticks gelegt sein. Hm, okay, da war jetzt gar nichts. Okay, Sachen, die du schon eh hast. Ist weiter hoch? Ja, geht's nicht weiter hoch, ne? Vielleicht hier hüpfen oder so? Nee. Es gibt keinen Hüpfbutton. Ja, da ist das vielleicht auch nicht richtig hier. Doch, es muss doch, du musst doch da drüber hüpfen gleich, ne? Oder hüpft er von alleine, meinst du, unten? Ne, ich habe gedacht, vielleicht kann ich unten noch weiter und oben. Achso, oben musst du ja, unten musst du ja weiter. Ja, aber dann war ich ja richtig. Ja. Eben, oben war nur diese Energie. Kann man hier auch rutschen? Nee, was? Nein, kann ich auch grad fragen. Vielleicht kannst du clambern. Scheiße, man kann nicht rutschen. Extermination minus 10%. Rutschfunktion nicht vorhanden. Kommt im Negativkasten. Okay, die Frage ist jetzt, soll ich da einfach drüber springen? Oder was haben die gewollt? Ja, was sagt ihr? Ach, ich soll darüber springen. Ja. I've gotta jump that gap, huh? Ey, wow. Ich weiß nicht, womit ich springe. Ah, okay. Hey. Hast du das alleine gemacht oder was du? Nee, ich hab schon gedrückt. Okay, gut. Nochmal springen gleich, ne? Die wollen wirklich unbedingt, dass man's rafft, ne? Oh, zum Glück springt er dreimal so weit wie nötig. Der hat auch ein bisschen seine Frisur von damals, oder? Ja, ich kann nichts dafür, dass ich die coolste Frisur hatte. Die haben sich halt alle daran orientiert. Aber sie machen alle denselben Fehler, dass sie die Haare so in die Stirn. Das sieht doch scheiße aus. We don't have much time. You better go ahead. Ach, du gehst als Erster? Hey, das könnte auch Mission Impossible sein. Wir haben 0,3 Millisekunden, um durchzukommen. Nur Ethan Hunt kann das. Vor allem, was bringt denn so ein Ventilator, der nur zwei Sekunden lang... Jedes zweite Tier wird doch da... Ja, toll! Jedes zweite Tier wird doch da zerschnetzelt. Ja, du musst die ganze Zeit sauber machen. Okay, komm. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Lauf einfach nach vorne. Ich hab doch schon gedrückt. Jetzt. Okay, dann mach's auch mal. Ich dachte, ich muss in die Hocke gehen. Hui. Oh, das war aber Glück jetzt. Oh. Die haben aber ein Glück. Ey, aber also so macht man das nicht als Spezialeinheit auf gut Glück irgendwo da runter rutschen. Ja, komm, die Stars sind auch nicht unbedingt schlauer. Ja, das ist wahr. Die sind aber auch nicht umsonst alle gestorben am Anfang. This is bad. Doesn't feel right. Trusting your instincts again. Kept me alive so far. Let's look around. There may be some survivors. And you gotta find Cindy. Also Cindy ist jetzt hier. Aber der andere Typ ist tot, weil es ihr alter Kumpel war. Das ist so diese, ich möchte Zwischensequenzen machen, aber ich habe nichts Spannendes, was ich zu erzählen habe. Keine guten Hintergründe, nix so. Das war jetzt einfach eine Animation. Bisher gab es doch kaum Gameplay, außer rumklettern und Sachen machen. Nobody here. I'll take a look around. Es ist mega langweilig. You wanna search the corridor? Okay. Okay. Wir können froh sein, dass wir jetzt hier nicht solche Charaktere haben wie bei Deep 4. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, wie die drauf waren. Da sind wir auch... Ja, du wirst dich gleich daran zurückhalten und dann sagen, ach ja. Da sind wir auch mit anderen Erwartungen rangegangen und dann kommt der französische Wissenschaftler oder Deep 4. Ich dachte, du redest mir von dem Spiel, worüber man nicht reden darf. Nein. Aber ja, stimmt, der krasse Wissenschaftler. Das war ganz schlimm. Mit dieser tuntigen Aussprache, das war furchtbar. Aber das waren die Zeiten. Nein, ich lebe noch! Du brennst. Okay. Dachte, ich kann da vielleicht dran hüpfen. Ja. Das sieht auch ein bisschen so aus, ne? Vielleicht auf dem anderen und hier dann hoch? Nee, sieht nicht. Ist nur Deko. Das hätten sie mir vorher auch beigebracht. Ihr lauft einfach am Feuer vorbei. Easy. Ach, Kreaturen, Moment.
Anwesende beschlossen, Kanone aktiviert, schießt auf alles. Okay, also wenn du angeballert wirst, weißt Bescheid, das ist die Sentry-Kanone. Okay. Ach, da kann man. Geht doch. Okay. Ja, okay. Ich dachte auch, das geht nicht, aber anscheinend. Schieß doch einfach aufs Schloss. Dennis, it's Roger. Can you get back here? I've worked out the route to the rendezvous point. I'll be right there. Zieh er zurück? Ja. War da nicht die ganze Zeit Feuer überall? Hier vorne? Nee, erst hier, ne? Ja, ja, okay. Hier so einmal Alter, kurz ey. Aufflammt. Ey, was? Ich hab's nicht gesehen! Ich hab keine Ahnung, hier war's nicht, oder? War das hier? Da ist eine Tür, ne? Oder kannst du da durch? Oh, ich sehe hier nichts. Ach, okay, nee, das ist aber neu. Das sah auch für mich wie eine Wand aus. Absolut. Unser Fernseher ist hier ein bisschen dunkler, aber du kannst sonst auf den Kontrollmonitor schauen. Oh ja, das hilft. Ja, manchmal. Batterie aufladen, ja. Ich dachte, ich kann das jetzt. Hat er die jetzt aufgeladen? Speicherterminal. Ach so, zum Speichern. Okay. Ey, du musst zum Saven Batterieenergie ausgeben. Ja, das ist ganz wirklich? Geil. Ja, finde ich eigentlich eine gute Mechanik. Na gut, halt ein bisschen gemein. Eigentlich sind es die Farbbänder, nur ein bisschen anders hier. Ja, aber wenn du die Farbbänder auch gleich zum Heilen benutzen würdest oder zum Aktivieren von Lüften. Ja. Ja, vielleicht musst du das für einige Sachen. Ja. Oh, da ist er, durch die Tür. Da ist die Tür. What's up? Look, a drawbridge. The map shows that the rendezvous point, B-Wing, is on the other side. We need to lower that drawbridge. We should regroup and find out what's going on ASAP. Okay. Did you find anything out? Nope. Well, the compound's in a shambles. What the hell happened here? Definitely gotta stay sharp. You're right. Oh yeah, I've almost repaired the computer. Ich meine, dass nicht mal einer auf die Idee kam, ey, seine Waffe verdeckt sein Gesicht. Wollen wir vielleicht für die Szene eben eine andere? Nein, wir machen das jetzt. Yeah, hold on. Sorry. Und der andere steht mit dem Rücken zu uns, also wir sehen gar nichts. Einfach die schlechtesten Cuts. Jetzt verdeckt die Waffe den anderen. I'm gonna try to lower the drawbridge from here. We need to leave as soon as possible for the rendezvous point B-Wing. Until then, you look around the area. Ich hab's jetzt weggedrückt, ich vertrag's nicht länger. Eine Map. Ah, Intensivstation durch B sollen wir hin, ja. Also einfach Treppen runter. Ja. Da ist noch was. Oh, da war noch was, ja. Ich hol's. Also ich würde zumindest noch ein Monster sehen wollen. Ne? Falls das jetzt nicht zu lange sich zieht. Lass trotzdem nochmal schnell gucken, was da an der Ecke war. 7. Juli 2002. Ach, ein Speicherterminal. Das war die Anleitung für Speichern. Sie brauchen Batterieenergie. Okay, wie... Ah, ich sehe ja da ein bisschen mehr. Ich habe ja immer noch nicht die... Oder macht ihr mir jetzt die Tür auf? Was war denn jetzt der Inhalt des Gesprächs, was wir weggedrückt haben? Also sie soll zum Abschnitt B, meinte er, oder? Ja, aber wir sind in Abschnitt B. Ach so. Aber hier ist ja die... Müssen wir irgendwas machen. Hier ist ja hier diese Geschichte zu. Oder Quatsch mit dem nochmal, dann sagt er das in Kurzfassung. Ja, es ist vielleicht dumm gewesen, aber ich konnte es mir nicht weiter anhören. Nee, es war auch schlimm. Ich verstehe es. Okay, komm. Sag was. First of all, I have to get this drawbridge working. We need to leave as soon as possible for the rendezvous point B-Wing. The door at the end of the tunnel. Die Tür. Das war's. Okay. You investigate the area. Also Claire macht hier die Zugbrücke und Steve geht jetzt hinten und guckt nach. Nee, oder waren Claire und Chris waren in der Antarktis doch bei. Da war es doch gar nicht mehr Steve, meine ich, ne? Da waren doch Claire und Chris schon längst. Ja, später war da Chris, meine ich, ja.
Da ist ein Shiny. Kartoffelchips. Das will ich jetzt haben. Ach, heilen, okay. Absolut gar nichts. Gar nichts. Boah, aber er sparst hier den Weg. Geil. Ja, ich bin schon den kompliziertesten Weg gegangen. Mhm. So, ich will jetzt Mutanten sehen und Monster. Schleimige Aliens. Ja, genau. Jetzt ganz sicher. Jetzt ist die erste wichtige Tür offen. Jetzt kommen die Monster. Jetzt kommt erstmal eine Katze. Duf, duf. Ist wie bei dir im Stream, Simon, ne? Mit dem Herzding. Guck. Nur so ein kleiner, da. Ja. Welt. Boah. Ein Wandwälz. Wandwälz, ja. Ein Walz. Tanze Wälze mit mir. Transylvania. Transylvania. Es ist. Mann, ey, warum machen wir keine Medien, Filme, Spiele? Wir hätten so viele gute Ideen. So viele gute Ideen. I think there's something alive down here. Me too. Be on guard. If we can get the power back on, I can activate the drawbridge. My guess is our breaker's out. There should be a transformer room somewhere. Right? Yeah, yeah, transformer room, whatever. Da, oh, töte ihn! Da ist es, ja. Oh, invertiert. Gregor. Ach. Oh, Enders gerne. Okay, nee, aber jetzt muss ich gerade mal gucken. Also man kann so Auto und so, dann halbwegs. Kannst du auch noch so. Und wie wird geschossen? Viereck. Kreis. Okay, nein! Was hält der denn aus? Krasser Ding. Okay. Das ist ja, aber check mal, dass es vielleicht ein deinvertiert ist. Aber eingestellt habe ich eigentlich nichts. Vielleicht ist ach, Standard, das, ja. Ich kann mich dran gewöhnen und es wird. Mein Handling wird dadurch nicht besser. Du konntest nur in dieser Ego-Perspektive zielen? Hm, nee, so geht auch. Ja, okay. Oh, komm. Yes. Explosion war ein bisschen lame, ne? Ja. Dürfen nicht auf die Gleisvorrichtung geschoben werden. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Liegt was im Wasser? Oder hier unten? Da liegt unten was, ne? Ich will jetzt aber auch ein Monster mal sehen. Oh, PS2-Wassereffekte. Wiederholungsimpfung. Auch sehr prophetisch. Du hast einen Booster-Shot gefunden. Ja, dann kommst du irgendwo später nicht mehr rein, wahrscheinlich. Ja. Oh, da. Da sind noch mehr. Siehst du, guck mal, wie viele. Holy shit. Boah, die haben schon genagt. Hast du gedrückt halten? Schießen? Ja. Nee. Nee? Aber die Mechanik funktioniert ganz gut eigentlich. Vorstellungen wurden aus Sicherheitsgründen oder... Okay, die wurden ersetzt. Also wir können sie jetzt nicht mehr mit einem Messer... Einfach nicht mehr wegkacken, ne? Schade. Hat der Typ aber einen Schlüssel, die Leiche, vielleicht? Wie jetzt. Ah, ja, ich wollte es trotzdem probieren. Doch, doch, es ging. Hä, aber sie haben doch gerade noch gesagt, dass es. Na gut. Es zu tun oder es zu schreiben sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe da nicht wirklich was erkannt. Ja, nimm dir doch einfach. Nee, ja, guck Charakter guckt sie einfach nur an. Sehr detaillierte Gedärme. Mhm. Die haben ihm Texturen vom Bauch gefressen, die Aliens. Ja, dann kommst du aber jetzt rein, wo du es weggeballert hast, ne? Genau. Weird. Sollte man annehmen. So viel und bisher hat nichts, war noch nichts da, nee. Was Probleme macht. Außer die Steuerung. Ja. Ja, man gewöhnt sich dran. Mhm. Ist ein bisschen kantig. Carriage to the container.
springen. Ganz wichtig. Also den Wagen vorbereiten, dann können Claire und Sherry dann losfahren später. So weit weg von Resi 2 ist es nicht, das Spiel. Mhm. 2-3 Jahre. Der Wagen ist jetzt ganz oben, ne? Ist ein komischer Wassereffekt, aber so schlecht ist er gar nicht. Irgendwie. Nö, nicht ganz Baldur's Gate. Wie ist es hier? Dark Alliance mit diesem sehr schönen Wassereffekt. Mhm. Ja, hättest du wohl die Karte von der Leiche mitgenommen? Vielleicht muss ich es jetzt echt noch mal machen. Och nee, nur weil du musst einmal die... Ach. Nein, das ist doch Quatsch, oder? Ich weiß nicht, aber das würde irgendwie zumindest... Es ist ein altes Survival-Horror-Game, vielleicht ergibt das Sinn. Hm. Oh. Wie die aushalten. Das ist aber ganz cool. Er sucht sich immer irgendwie, er hat so ein extremes Auto-Aim. Mhm. Und wenn er jemanden gefunden hat, ein Monster, dann ist er da wirklich gut hinterher. Das Monster hat auch Männchen gemacht, ey. Gerade eben. Zu viel Heilung, zu wenig Peilung. Zu wenig Heilung, zu wenig Peilung. Also um auf den Wagen drauf zu springen, kannst du da irgendwo was hochklettern, wo du da gerade bist? Weil der wurde jetzt irgendwie ja hochgeführt. Ja, ich muss eine Ebene höher. Ja, da muss ich wahrscheinlich hoch, ne? Ach nee, da muss ich... Ah, du musst mit dem Wagen hoch und dann da oben drauf. Also musst du erstmal auf den Wagen irgendwo hin. Und dann kommst du zu dem Transformator-Schieß-mich-tot-Ding. Ich sag mal so, es ist ultra schwer, hier irgendwas zu erkennen. Ja, es ist, wie gesagt, den anderen Monitor. Ja. Ja, ist irgendwie immer noch nicht geil, aber schon besser. Glaubst du, da kann man über die Kisten? Oh ja. Ja, 100 so aus. Und die Bauernkisten kannst du auch kaputt machen, zur Not hast du gesehen, ne? Noch mehr Heilung. Das ist voll lächerlich, wie viel ich davon schon habe. Noch kein Vieh bekämpft, noch keinen einzigen. Ich hab mich einmal angefackelt, okay, das. Ist das? Ich versuch's. Ah, okay, die Automatik. Hinter dir, glaube ich. Ja, hier geht's weiter, ne? Ja. Mach das Licht an, von der Kanone. Stimmt. Du hast recht. Ladung Schrotflinten. Okay. Hätten die so ungeziefer keine Chance. Wo ist das geblieben? Ah, da liegt ja noch einer. Da liegt einer, ja. Hm. Ist das eine Leiter? Da ist eine Leiter direkt vor dir, ja. Ich lass die Viecher jetzt mal, oder? Ja. Ich mit denen da irgendwie. Dann musst du dich nicht damit beschäftigen. Okay. Kommst du hier? Du bist jetzt im Wagen, oder? Jetzt kannst du doch hoch. Ja, aber hier ist so viel anderer Kram. Warte mal, hier ist das Ding. Wir sind hier wieder da, wo wir waren. Du hast da einmal die Loop gemacht. Ja, ich dachte, wir kommen in irgendwas Neues, aber nee, wir sind völlig falsch. Soll ich dann nochmal hochgehen? Vielleicht muss ich da oben irgendwas anderes machen. Ja. Leider auch nicht. Wo jetzt exakt der Wagen noch mal gewesen ist. Ja, ich kann mich ja mal umgucken. Hilft nicht viel. Das sind so die Ebenen. Da muss ich, glaube ich, hin. Nee, wobei auch noch nicht. Oh.
Unbeschreibliche Qualen. Unbeschreibliche Qual. Das beschreibt die Steuerung hier ganz gut. Aber. Jetzt aber so kommst du wieder hoch. Ja. Genau. Die kotzen auch. Und wie komme ich, also dann nicht die Treppe, sondern dann halt irgendwie, nicht die Leiter, sondern irgendwie woanders lang hier. Genau, vielleicht. Du hast ja diesen Waggon bewegt, also muss der Waggon irgendwas damit zu tun haben, dass du die Ebene höher kommst, um in diesen Lüftungsschacht zu geraten. Weißt du nicht, wo der Waggon jetzt konkret ist? Das ist er. Da ist oder? Ist das der Waggon? Ja, oder? Ja, doch, der genau, ist voll. Geh mal da rauf und dann kannst du vielleicht da rüberspringen. Ja, da war ich ja aber eben schon. Ja? Ich bin aber nicht runtergesprungen. Ich kann es mal versuchen. Zum Glück kann er sich abrollen. Ich glaube, wir kommen da ganz easy hin. Der ist gar nicht so kompliziert. Mal hier. Ja, hier, genau. Direkt hier hoch. Das glaube ich nämlich auch. Dass das nicht so. Ach, hier warst du ja auch schon. Ach nee, das ist wieder die Ecke. Ja. Ne? Alter, ich sehe den Scheiß nicht. Kannst du da auf den Kran hoch? Ich weiß nicht, ob du im Menü noch mal, ich weiß gar nicht, ob du die Helligkeit im Spiel ändern kannst. Da dran meinst du? Nicht so aus. Das oder ist da der Wagen? Da ist der Wagen, ne? Irgendwo hier auf dieser Ebene, ja. Oh, hier das Shit, ey. Ernsthaft? Oh, komm. Kann er nicht. Das glaube ich nicht. Es tut mir leid, da ist eine Schräge. Hier können sie nicht hoch. Kann da echt nicht hoch, ey. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Kritikpunkt von dem Spiel, dass man nichts erkennt. Ja, es ist wirklich hier einfach nur. Was ist der Wagen? Also ich kann im Menü kann ich die Helligkeit hochdrehen, unabhängig vom Spiel. Ich habe sie sogar schon ein bisschen hochgedreht. Das ist also heller, als es eigentlich normal ist. Ja, auf dem zweiten Bildschirm sehe ich es ja eigentlich. Aber es ist halt offensichtlich zu dunkel programmiert, würde ich mal sagen. So, du bist jetzt auf diesen... guck mal, ob du auch mit dem... mit der Stufe auf dem Waggon da drauf kommst. Na gut. Achso. So, ich dachte, da, genau. Da oben. Okay, nice. So. Okay, da. Super. Spring. Oh, let's go. So ein Akt, ey. Geil, ey. Ich hoffe, wir sehen noch ein Monster. Jetzt muss man halt nur gucken, wie geht man in die Knie. Es geht mir nicht gut, sagt er. Ah, einfach nur. Ja, ich nehme gleich meine Energie. Ach, weißt du was? Weg. 20% infiziert. Oh. Das war wichtig. Da gibt's eine Cutscene dazu. Jetzt geht wahrscheinlich diese Schiebebahn. Schranke runter oder die Brücke. Du kriegst gleich so einen Funkspruch. Ich weiß, was du gemacht hast, aber es geht jetzt. Way to go, Dennis. Now we can get to the rendezvous point. Oh, wir haben Licht. Kommst du durch die Tür, die du aufgeballert hast? Töte sie. Bist du tot? The fuck. Ja, ekelhaft, ne? So, wie kann ich meine Energie nehmen? Wir können jetzt nämlich noch kurz da vorne hinlaufen. Ja, aus und dem. Zumindest kurz gucken, was hinter dem Ding ist. Okay, wo kann man? Karte, Datei, Gegenstände. Medizinische Hilfsmittel. Sweet. Reicht. Also man wird immer mehr infiziert, ja. So viel haben wir jetzt ausgefunden. Okay, wir brauchen gar nicht mehr weiter. Wir müssen einfach jetzt eigentlich nur zurück. Einfach nur zurücklaufen. Ja, lass uns das nochmal gucken. Ja, das sollten wir noch kurz machen. Jetzt haben wir die ganze Zeit rumgesucht. Mann, ich will doch nur wissen, was hier ist. Das war das, wo du das Schloss aufgeschossen hast, meine ich.
das nötig gewesen wäre? Wahrscheinlich nicht. Nee, du hast es ja einmal gemacht, um da hochzuspringen. Jetzt hast du es wieder resettet. Ich räume halt gerne auf. Das ist richtig. Ich suche nur die Ecke mit der mit der Leiche. Ich dachte immer, das wäre so hier in der Ecke, aber das sieht halt irgendwie gleich aus alles. Ich habe so die Marotte bei Spielen dieser Art, wenn du Dialoge mit dem NPC hast und es da Multiple Choice gibt und ich das Gefühl habe, ich habe das Gespräch nicht auf einer guten Note beendet. Dann gehe ich wieder zurück und wähle die andere Option, damit wir im Reinen sind, der NPC und ich. Das ist aber lustig. Wenn sich das Gespräch wiederholt. Das ist ein bisschen bedenklich, aber auch lustig. Es ist sehr bedenklich, ja. Ey, wenn ihr wisst, wo ich lang gehen soll. Guck mal auf die Map, sonst weiß ich nicht, wo der. Eine Map? Da hat der eines war doch Karte. Ja. Okay, kann ich da auch ranzoomen? Kann man zoomen? Oh, nee. Achso, gehen wir zurück. R1, R2 ist, glaube ich, Zoom. Dann, wenn du. Okay, wo sind wir jetzt gerade? Ist das richtig? Die Map hilft gar nicht. Nicht. Da, ne? Da bist du. Okay, dann musst du also hinter dir. Okay, hinter uns geht's zur Tür. Okay, einmal. Also einmal in diese Richtung. Und da bei dem grünen Ding. Ja, da war ich gerade, aber vielleicht muss ich hier hoch. Das könnte stimmen. Ja. Komm, ein großes Monster. Ich will sehen, wie dein Kamerad gegessen wird gleich. Ja, der muss eh gegessen werden, oder? Ja, der ist zu groß und stark. Der wird auf jeden Fall. Oder er versucht dich zu essen dann. Der wird zum Nemesis. Meine Güte. Gut, dass du das wieder resettet hast, ne? Auf jeden Fall. Jetzt haben wir es fast. Oh, da, er schießt. Das heißt Monster. Ah, nee, das ist die Selbstschussanlage, ne? Das ist dieser Turret. Weil du den Strom wieder aktiviert hast, läuft auch die Selbstschussanlage. Oh, Mann, man sieht's doch nicht. Da. Ach, du bist aber sehr ineffektiv. Ja, müsst jetzt nur mal treffen, Alter. Komm, du bist ein Marine? Alter, der hat sich gerade von drei Mücken hat er sich killen lassen. Headshot, Dennis. Erlöse ihn. Oh! Es passiert. Covid-20. Ja. Das ging schnell. Das ging schnell. Oh. Roger. I'm not Roger anymore. Das ist Shoot me. Das ist Cindy 100 Pro. Und Cindy hat gleich die schweren Geschütze. Aber hat Roger jetzt diese Brücke repariert? Das ist die Frage. Das ist wichtig. Ja, also zielen kann er nicht. Vielleicht war das das Einzige, für das er gut ist. Soll das eine Überraschung sein, dass das Cindy ist am Ende? Don't move! I had no choice. You were next. I'm with the Marine Special Recon Forces, right? I know. You came here to scout the compound. But you're too late. This Aber sie kommen zu spät. Beyond your help. Please listen to what I'm telling you. And get out of here as soon as you can. Wanna know what the hell happened here? What happened to my partner? Another casualty of this place. It wouldn't help even if you knew. Just get out of here. This area will be taken over any moment now. Taken by who? Take this with you. Versteckt sie sich jetzt vor ihm? You don't want to end up like your friend. The antibodies will temporarily ward off infection. Infection? Your colleagues are in ground level B wing with some survivors. Get to them as soon as you can and go back home. Even a brave Marine has to know when to run. Okay. Finde ich aber ganz cool, dass du tatsächlich infiziert werden kannst hier, anders als bei Resident Evil. What happened here? Tell me!
Ey, wenn das, wenn die Steuerung nicht so scheiße wäre, ich hätte schon irgendwie Bock drauf. Ja, wie, es ist wirklich keine sehr gute, es ist, spielt sich sehr, sehr, weil du halt auch dieses Umgucken ist so unorganisch, du kannst die Kamera nicht drehen, du musst immer so, und jedes Mal, wenn du die Kamera arretierst, nimmt er auch die Waffe hoch, du hast immer so, als wäre es nicht dafür gedacht, so, ne? Das ist ganz genau. Komisch. Naja, naja. Vor allem die Kletterpassagen und so und das Suchen macht es natürlich auch nicht einfacher. Aber ich muss trotzdem noch mal gucken, ob ich jetzt hier, nee, er hat die nicht repariert, die Brücke, doch, so ein bisschen. Okay, he did it. Ich weiß, ihr wollt aufhören, ne? Aber vielleicht kommt ja jetzt noch ein Monster. Nur ein Monster noch. Can't go back there anymore. No turning back. Gut, dass du alles mitgenommen hast. Ja, damit du nicht nochmal extra dann suchst. Aber ja, wann kriegen wir nochmal die Gelegenheit, das hier zu spielen? Also ja, aber ich glaube, jetzt ist erstmal wieder nichts mehr. Jetzt ist erstmal wieder noch irgendwie Rätsel-Shit mit diesen kleinen Würmern. Ah, oh, okay. Komm, reicht. Es reicht. Okay. Gut. Ja, aber es waren interessant. Drei sehr unterschiedliche Spiele haben uns heute angeschaut. Schreibt ihr gerne eure Meinung über die Spooktakel-Games da rein. Habt ihr sie gespielt? Sind das Favoriten von euch? Habt ihr die vielleicht gehasst damals? Wird Extermination noch richtig gut? Ja, warte mal, wollen wir nicht noch kurz sehen, wie er stirbt? Das sieht gerade lustig aus. Oh, da fällt nur um. Ja, wobei. Ja, komm, warte mal kurz, wenn er von Waldi hier angebissen wird. Das können wir ja währenddessen also, bei die Abmoderation machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Extermination für Dreamcast gespielt habe oder für PS2, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ja, Dreamcast gab es nicht. Das gibt's sicher? Ja. Ganz sicher? Ja, aber der Typ sieht enorm aus wie der von Blue Stinger. Ja, das meine ich aber nicht. Aber es ist. Sie sind alle gleich. Also sehen alle gleich aus. Dreh dich mal nach vorne. Wenn du jetzt infiziert wirst, wirst du jetzt zum Monster. Du bist ja jetzt voll infiziert. Ich kann mich nicht mehr drehen. Er ist an einem Arsch. Oh, er hat dir den Arsch abgebissen. Nee, das Ding ist geplatzt. Du bist halt nur infiziert, aber. Ja, du dampfst jetzt auch, ne? Ich hätte gesagt, kommt jetzt die Knospe aus dir raus? Oh ja, da. Schau dir an. Ja. Ja. Riechst du das auch? Ich höre was. Ja, so geht's. So geht's. Oh ja, das ist schade mit dem im Mutations-Close-Up. Okay. Ja, leider scheint er nicht mehr. Also, er braucht wohl noch einen Angriff, bis er mutiert. Ah, da hinter dir auf deinem Rücken ist es schon, siehst du? Ah, du hast recht. Ich da kommt der Schissel schon raus. Ja. Intensivstation, der beste Ort, wo man sterben kann. Dass die so diesen Wulst an sich hinten dran haben, finde ich ganz cool. Und du verlierst. Oh, deine Energie geht wahrscheinlich runter. Wieso Vergiftet-Status, wenn du infiziert bist? Hoffentlich. Bist du zum Ende dann wahrscheinlich Energie weg plus Vergiftung voll? Ja, aber er will jetzt will er nicht sterben. Sonst sterbe ich immer in den dümmsten Momenten. Aber hier. Guck mal im Menü nach, auf wie viel Prozent deine Energie ist. Gleich, nur noch in diesen Schachzug. Schacht. Ah. Jetzt Schacht. Also wie von wegen, ich gucke mir Rock'n Beans gerne immer das Schachturnier an. Und dann, nein, das Schacht. Ist das Schachturnier. Das finde ich gut. Sowas sollten wir. Ja, danke. Sowas sollten wir mal veranstalten. Der Typ will nicht abkratzen, ne? Oh nein, diese typischen Drehplatten. Das ist, ich mit krieg, Zügen drauf. Oh ja, ich krieg wieder die Flashbacks hier. Da kann man echt nur Flashbacks kriegen. Komm, beiß mich doch mal einer. Beiß mich! Okay, es kommt gleich raus. Ich werde gebissen am Bein. Gut zu wissen, dass du einiges aushältst. Beim selber Spielen wird es einen sonst nerven, wenn das schnell passieren kann. Er will aber nicht. So, oh, aber jetzt. Ja, nein. Ja, doch, da. Ja. 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 Hast du gesehen, ist ihm hier noch sowas rausgewachsen. Ja. Okay, damit können wir leben. Das ist ein gutes Ende. Spielende. Geiler Game Over Screen. Ja, wir werden noch ein weiteres Spektakel machen. Demnächst also haltet Ausschau hier. Werden aber natürlich auch bei Zeiten wieder normal mit Speedrandale dann weitermachen können. Bis dahin aber. Danke fürs Zuschauen und wir sagen Tschüss. Bye, bye.